Wie? Dachte ich, kann es mal langsam weitergehen. You're quite studious. How splendid. Wir sind jetzt also im ersten Kapitel. This is a true Wir wollen weitermachen. Story. Okay, wir sind in Elsinore auf der Promenade. Even the young individuals who would later be branded as traitors, each had a place to call their home. Hat er wirklich eine Taschenuhr? Fried Erickson was a columnist who earned his acclaim by often contributing to famous newspapers. Fritte Erickson, his provocative pieces stimulated patriotism in people and led the citizenry of Jutland toward jingoistic tendencies. Basil Sabanci inherited his adoptive father's company and factory. Basil Sabanci. Through hard work, he solidified his position in the Ragnite industry and used his resources to support Jutland's forces. Hm. Das sind alles. Naja, mächtige Leute irgendwie, ne? Zumindest sind hier kein Untergrundkämpfer, sagen wir es mal so. Was für eine Aufgabe hat sie? Sie trinkt viel Wein. Violet Sand was in military intelligence, although no detailed records of her remain. She had infiltrated and gathered intel on not only the Ruzi Empire, but various other world powers all by herself. The facts surrounding her only came to light in recent years due to more in-depth investigation and research techniques. Mm-hmm. Sie an, als wäre sie so eine Art Geheimagentin. Solomon Kahlenberg, a prominent member of Jutland's parliament, was said to be the brains behind the traitors. A capable and elegant man from an affluent family, his reputation was renowned in political and social circles. He thrust himself into politics, suppressed the non-radical factions of parliament, and allowed the war to continue. Amlet Grancaire's facade is well documented through his victorious achievements during the war. The young hero who led the anti-Valkyria squad. Without him, the Liberation War would not have been won. As you can see, they all have different facets. Knowing each one will bring us closer to the truth behind the traitors. Na dann. Let's do it! Oh, ich kann mich... Oh, ich dachte schon, ich kann mich endlich bewegen. Okay, also wir sollen die Leute abchecken. Ja,
Okay, ich kann mit X mit den Leuten sprechen. Hallo! Aha! Aha! Oh, hast du ein nettes Schwerter für mich? Was sagt ein Errand Boy? Ja. Was denn du? Ja. Du hast mir nichts Wichtiges zu sagen, ey. Ich will die Newspaper haben. Hallo. Nee! Keine Lust mit dir zu sprechen. Da. Ja, lass doch mal schauen. Nice. Ah, okay. Also, wir haben Moldau zurückerobert. Okay. Ah, die ist vor uns. Ja, bin ich. Danke, ich bin wirklich nett. Warum steht denn die Prinzessin hier? Hä? Ja, wir müssen alle beschützen. Oh, da gibt es Textilien. Okay, also... Es ist momentan so, dass die Shops irgendwie ihre Waren nicht erhalten. Und ja, dann müssen wir jetzt regelmäßig vorbeischauen, ob das jetzt klappt. Wahrscheinlich können wir denn Dinge erwerben. Neue Schwerter oder so, keine Ahnung. Workshop! Come on in. Oh, nice! Okay, also, wir können unser Stuff ausrüsten. Die Jacke, die uns 3% mehr Verteidigung gibt. Das sind Handschuhe, die die Waffengenauigkeit 3% erhöht. Mehr Gegenstände mittragen oder Cover-Effekt 3% erhöhen. Wie viel habe ich denn? Kann ich was ordern? Oh, wollen wir mal sowas hier machen? Also, ich hätte gerne was mit Gun Resistance. Normale Defense ab und Melee Resistance. Was kann ich da jetzt hier machen? Kann ich mir jetzt einfach nur die... Okay. Also ich kann einfach nur die Materialien bestellen, wie es aussieht. Wahrscheinlich kann ich mir jetzt selber sogar was zusammenknippeln. Das könnte sein. Also ich kaufe mir jetzt einfach mal hier diese Jacke. Und ja, das reicht. Come back anytime. Mehr brauche ich nicht. Ach, hier kann ich sogar speichern. Aber ich möchte ganz gerne... Genau, Items. Ach, verdammt, das ist genau dasselbe. Oh, ich hab's doppelt gekauft, so Scheiß. Nee, ich will das wieder verkaufen. Hätte mir auch mal einer sagen können, ne? Was? Alter, ich hab schon 200 gekauft, du Lappen. Ich hab's nicht einmal angehabt. Ich hasse dich. Du bist aber richtig doof. Okay, wir sind die Helden von Jutland. Ja,
Ja, die ist auch auf unserer Seite. Das hört sich da alles ganz gut an hier. Was ist da los? Community Circle, okay. Ja, lass uns da nochmal hingehen. How are you? Need something? Hi, Ladies. So episch, das muss erstmal geladen werden. Ach du Schande. Helena! Ja, der sieht ganz lecker aus. Brigitte. Ich nenne sie einfach Brigitte. Ja. Huh? Muss ich mir jetzt hier irgendwelche Gespräche zwischen den Leuten anhören? Ih, die hat in den Kuchen Chili-Puder reingemacht, das ist ja eklig. Okay, wichtige Themen des Lebens. Oh Gott, jetzt unterhalten die sich über Männer, ey. Oh Mann, oh Mann. Also anscheinend ist Helena die Einzige, die redet. Die anderen beiden sind doch relativ still und äußern sich hierzu gar nichts. Und ich stehe daneben und höre nur zu, oder was? Okay, Brigitte mag Leute, die ruhig und geordnet sind. Helena mag jemanden, der sie unterstützt und nicht so sehr auf Details achtet. Und Brigitte meint, Alter, was? Wo sind wir denn jetzt hier gerade? Oh mein Gott. Also Helena braucht jemanden, der ihr komplettes Gegenteil ist, sagt zumindest die blauhaarige Brigitte. Ja. Tilda hat irgendwie so viel nie was zu sagen. Thank you. Ja. Okay, jetzt verstehen sie sich wieder. Jetzt sind sie wieder beste Freundinnen, so wie es aussieht. Oh. Ja. Sie will nur, dass sie einen Mann findet, damit sie nicht mehr so grauenhaft den Kuchen backt. Ei, ei, ei. Das war schön. Hey, Captain. Hey, es geht ab. Ragnite scheint auch hier. Außer. Ach nee, das ist die Tante mit den Kopfhörern. Nein, geh weg. Nee. What's up? Hau ab. Was ist er denn hier? Ein Serious Soldier. Nice. Die sind doch alle sehr optimistisch. Ja. Yeah. Okay. So, jetzt haben wir genug gemacht. Jetzt gehen wir zurück zum Headquarter. Fragst du nur wie? Hier haben wir schon mal einen Circle rausgefunden. Oh Gott. So viele Circles gibt es. Zwei haben wir. Oh mein Gott. Ja. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Wie komme ich da zurück? Ah! Ja, gut, Leute, ich werde mich jetzt einfach mal zurück zum Headquarter bewegen und dort sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.